Ein herzliches Grüß Gott hier aus unserer Laufener Kirche zu einer Themenpredigt in diesem Corona-Jahr mit dem Thema Blickwinkel ändern, Chancen ergreifen. Und ich grüße mit dieser Predigt unsere liebe Frau Renate Meyer aus Kalmbach, die leider bei dieser Jubiläumspredigt in Kalmbach am 28. Februar, als ich die da hielt, nicht kommen konnte und verhindert war. Und ich wünsche ihr und allen anderen einen entsprechenden Genuss jetzt bei dieser Themenpredigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie viel Zeit haben Sie mitgebracht? Das Thema ist unendlich. Blickwinkel ändern, Chancen ergreifen. Nun, die Fotografen wissen, was passiert, wenn man den Blickwinkel ändert. Aus einer Vogelvorderansicht wird die Seitenperspektive, aus einer Vogelperspektive wird die Ameisenperspektive. Das Bild verändert sich und der Gegenstand? Nichts ändert sich. Es ist dasselbe unveränderte Objekt. Und für uns heute heißt das, es ist dieselbe harte und unbarmherzige Wirklichkeit. Was ändert sich? Allein unser Bild. Auch unser Erleben. Unser Wahrnehmen und Denken, eventuell unsere Gefühle, auch unser Werten kann sich verändern und vielleicht ändert sich auch unser Handeln. Unser Thema heute aber birgt in sich eine große Gefahr. Es ist die Gefahr des Schönredens. Diese Corona-Zeit wird so unterschiedlich erlebt, wie es unterschiedlicher nicht sein könnte. Die einen leben in der Komfortzone, so sagte es eine Freundin meiner Frau aus Nürnberg neulich, und es ist so treffend. Alle, für die Langeweile und Einsamkeit das größte Problem in dieser Corona-Zeit sind, die sind zu beneiden in dieser Zeit. Alle anderen strampeln sich in den Mühlen ihres ungeahnt aufgeblähten Alltags mit so viel Zusatzarbeit und zusätzlichen Aufgaben und so viel Frust und Nervenverschleiß. Und andere sind paralysiert vom Wegschmelzen ihrer finanziellen Rücklagen, der erarbeiteten Lebensarbeitsleistung und sinken in diesen Monaten sehenden Auges auf die finanzielle Nulllinie und darunter. Und wieder andere sind in Trauer und Einsamkeit gefallen, weil sie den liebsten Menschen in ihrem Leben verloren haben. Wollen wir denen zurufen, auf, Blickwinkel ändern, Ärmel hochkrempeln und Chancen ergreifen? Für manche Ohren tut das Thema heute einfach nur weh. Das ist die Gefahr. Gehen wir nun auf die Suche nach einem anderen Blickwinkel. Mit vier Schlagworten versuche ich die Leidenssituation ein wenig zu umreißen, denen ich dann 10 andere Schlagworte entgegensetze. Das erste Schlagwort ist klar die Langeweile. Das ist wohl das erste Gefühl für alle, die plötzlich aus ihrem turbulenten Alltag herausgerissen wurden und mit Bremsspur auf Eis gelegt. Die Chance, die darin liegt, ist klar die Entschleunigung. Für alles hat man viel mehr Zeit.
Und mit so viel innerer Anteilnahme hat man sich morgens lange nicht mehr die Kaffeetasse eingegossen. Und verbunden mit dieser Entschleunigung war die neu gewonnene Zeit. Endlich konnte man das tun, was man schon lange tun wollte. Und die langen Schlangen an den Baumärkten waren unübersehbar. Und dann wurde auch ordentlich aufgeräumt. Und spätestens, wenn das Kinderzimmer gestrichen, der Keller aufgeräumt und auch noch der alte Plunder auf der Bühne durchsortiert und ausgemistet war, stellte sich die bohrende Frage, was nun tun, sprach Zeus. Aber das erlebten nur die Zeitgenossen in der Komfortzone. Für die schlug tatsächlich die Stunde dann der ersten echten Chance. Dass man einmal Neues ausprobiert oder man an ein altes Hobby anknüpft, das im Trubel des Lebensalltags gleichsam eingeschlafen vor sich hin einstaubt. Das ist dann, wenn man das wieder macht, eine Bereicherung, wie wenn man neues Land oder lang nicht betretenes Land betritt und erkundet und sich daran freut. Der trubelige Alltag ist ja weggehalten, jedenfalls in diesem ersten Lockdown im Frühjahr, als wir noch etwas hilflos festsaßen in dem bloßen und sehnsüchtigen Warten, wann es wieder wie gewohnt weitergehen kann. Nun, manche warten heute noch. Die anderen erlebten eine große Hilflosigkeit. Man will ja etwas tun und darf es nicht. Und dann durfte man doch so schrittchenweise, aber bitte mit Infektionsschutzkonzept. Diese ersten Schritte waren dann voller Unsicherheit und auch Hilflosigkeit. Und ein ganzes Volk lernte, mit Handdesinfektionsmittel umzugehen. Und da schlug dann die Stunde der zweiten echten Chance und für die meisten eben sehr unfreiwillig. Es kam zu einem exorbitanten Kompetenzzugewinn an allen Enden. Zuerst wurden wir ein Volk von Hygienespezialisten, dann durften sich die Väter als Hobby-Kindergartenpersonal entfalten und die Mütter als Freizeitlehrer und die Berufszeit, ach, dank sei dem Homeoffice, die legte man in die Nacht- oder Frühmorgensschicht. Was soll's, es ist ja nicht für lang. Und außerdem lernt man, was man noch alles zusätzlich schaffen und bewältigen kann. Man kann das auch sportlich verstehen, so als ein wenig die Grenzen austesten, oder? Dann wurden wir ein Volk von Digitalisten. Alles wurde digital. Von den Schülern an bis zu den Senioren lernten alle die Smartphones und die PCs in ganz neuer und intensiver Weise kennen, wie man es sich nicht erträumt hätte. Und wie es dann doch eher zum Albtraum wurde. Und genau das ist dann tatsächlich die zweite große Chance, wenn auch etwas unfreiwillig, dieser ungeahnte Zugewinn an Kompetenz und auch an Kreativität. Was haben sich die zwangsruhig gestellten Geschäftsleute alles an neuen Vertriebsmöglichkeiten ausgedacht? Das war schon enorm. Kompetenzgewinn, ja. Aber das andere gab es auch. Kompetenzverlust. Alle Hobbymusiker und Hobbysängerinnen können nicht mehr üben. Das heißt, sie könnten schon, aber so alleine macht es keinen Spaß und auch keinen Sinn. Dann der sogenannte Breitensport, was die Mannschaftssportarten betrifft, oder Ballett- und Geräteturnen. Da gehen wir jetzt in das zweite Jahr Trainingspause.
Ob wir diese Pause mittelfristig an den sportlichen Leistungen bei den Olympischen Spielen ablesen können? Individualsport heißt die Alternative, aber ist das eine echte Chance? Nun, die Individualität kann in einem anderen Lebensbereich zu der dritten echten Chance werden, die heißt klein, aber fein. Mein Beispiel: Wie haben Sie Heiligabend und die Feiertage über Weihnachten verbracht? Also bei uns, da machte das Stichwort Privataudienz die Runde, also keine großen Verwandtschaftstreffen, dafür Besuche und Begegnungen im kleinen Kreis, kleinsten Kreis. Und die sind viel intensiver. Plötzlich kommt es zu Gesprächen, die man in der großen Runde nie geführt hätte. Ja, vielleicht lernt man den Onkel, den man in Privataudienz zu seinem 80. Geburtstag beehrt, so im Zweiergespräch zum ersten Mal richtig kennen und nicht nur so geschwind in großer Runde. Dazu passt auch der unvorhergesehene Effekt von dem Social Distancing. Die verbliebenen Kontaktmöglichkeiten wurden intensiver und mit größerer Dankbarkeit wahrgenommen. So freundlich grüßte der Nachbar schon lange nicht mehr, so als Nebeneffekt. Und manches Telefongespräch wandelte sich vom Organisatorischen zum Austausch von Corona-Erlebnissen, gefüllt mit Sehnsucht nach Verstehen. Daran schließt sich eine weitere Chance an, weil wir in vielen Dingen herausgefallen sind. Aus dem Gewohnten lernen wir, es geht auch anders. Man muss nicht im Urlaub nach Trinidad reisen oder auf die Malediven oder in die Türkei. Man muss nicht dauernd shopping gehen. Und wie entspannend ist es, in der Jogginghose den Tag zu Hause zu verbringen. Zwei Dinge passieren hier. Zunächst sind wir, wenn auch unfreiwillig, aus unseren eingefahrenen Verhaltensmustern herausgeworfen, aus den Verhaltensmustern, denen wir bis dahin Tag für Tag gedankenlos und auch mit täglichem enormen Stress uns unterwarfen. Und da kann es dann zu einem zweiten kommen, dass wir einmal darüber nachdenken. Darüber nachdenken, ob es auch anders geht. Und das wäre dann die vierte echte Chance, die Chance zu einer inneren Neubesinnung und Neubestimmung. Nun, alle, die sich jetzt durch die Corona-Krise auf eine christliche Neubesinnung der großen Massen wünschen, schauen vielleicht mit den größten Hoffnungen gerade auf diese Chance, aber machen wir uns doch nichts vor. Es wird beides geben. Manche Christen werden in dieser Corona-Zeit Gott tatsächlich näher kommen. Andere lassen sich vielleicht im Gegenteil auf neue Wege locken, die dann zu Abwegen werden. Und die Folge einer Neubesinnung ist dann der Wandel in der inneren Einstellung. Wir leben ja im Zeitalter, alles ist möglich. Und wir machen selber voll mit. Unser geheimes Lebensmotto und auch Lebensideal heißt doch, alles ist möglich. Alles muss ich haben, alles muss ich machen und alles zu aller Zeit. Und genau da macht uns jetzt die Corona-Pandemie einen dicken Strich durch die Rechnung. Jetzt ist das vielerlei zusammengeschnurrt
auf ein wenig. Deswegen nehmen wir auch mit einem Mal die kleinen Freuden im Alltag viel intensiver wahr. So wie ich das vorher bereits sagte, mit so viel innerer Anteilnahme hat man sich morgens lange nicht mehr die Kaffeetasse eingegossen. Aber nicht nur das. Der zweite Einstellungswandel ist eine Korrektur. Wir lernen einmal wieder, leider auf der harte Tour, dass wir in einer Welt leben, in der eben doch nicht alles möglich ist. Das ist eine unfreiwillige, aber vielleicht auch sehr heilsame Korrektur. Da sind wir etwas unsanft, aber doch wieder einmal auf dem harten Boden der Realität gelandet. Ja, es gibt Chancen, aber sind diese harten Realitätserfahrungen eine Chance, auf die wir uns freuen? Sind die Verlusterfahrungen auch eine Chance? Und da sind wir genau an dem Punkt, auf den ich am Anfang hinwies. Für manche Ohren tut das Thema heute einfach weh. Denn wie wir auch den Blickwinkel ändern, wie sehr wir auch die Chancen suchen, die harte Wirklichkeit ändert sich nicht. Oder fehlt noch etwas? Gibt es vielleicht doch noch einen Blickwinkel? Nun, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, aber bis jetzt haben wir reine Nabelschau getrieben. Immer gefragt, welche Chancen es für mich gibt, welche Verluste und Überarbeitungen mich treffen. Aber was ist mit das, was ist denn das für ein Blickwinkel? Die ganze Welt dreht sich um mich. Hallo, aufwachen! Genau das müssen wir jetzt tun. Einmal von uns einen Schritt wegtun und versuchen, das Ganze anzusehen. Und was sehen wir? Wir sehen eine große Solidarität. Wir sehen ein öffentliches Bewusstsein der Fürsorge. Wir sehen eine persönliche Verantwortung für die allgemeine Gesundheit. Alle müssen mitmachen, wenn die Infektionszahlen heruntergehen sollen. Wir werden in diesen Wochen trainiert in Verzicht und im Regelbefolgen, aber nicht als Selbstzweck nach dem Motto, oh schau mal her, wie gut ich verzichten kann, oh schau mal her, wie gut ich die Regeln befolgen kann, nein, sondern für den Nächsten und für den Gemeinsinn. Auch wenn uns das vielleicht so bewusst nicht ist. Jedenfalls was Deutschland betrifft, da ist das ganz stark. Wie viel Geld haben die Politiker locker gemacht? Nicht kleckern, sondern klotzen, heißt die Devise. Jedenfalls auch, was Europa betrifft. Wenn auch hier die Solidarität nicht ganz so ausgebaut ist und immer noch etwas kriselt. Aber leider nicht mit den armen Ländern dieser Welt. Das heißt, es gibt kleine Anfänge, vielleicht auch aus dem Sachzwang heraus, dass sich diese Viruspandemie eben nur global besiegen lässt. Aber genau darin liegt eine ungeahnte weltweite Chance, dass wir Menschen uns als Menschheitsfamilie wiederentdecken. Und das ist in der Tat die größte Hoffnung, die ich mit dieser Pandemie verbinde. Dieser neue Blick auf die Weltgemeinschaft. Und wer weiß, vielleicht bringt uns die Pandemie da voran. So, jetzt haben wir einen ersten Schritt gemacht. Weg von unserer Nabelschau
hin, um das Ganze in den Blick zu bekommen. Und was ist, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter tun? Also weg von der Menschenwelt, den Blick vielleicht riskieren, aus der Himmelswelt heraus. Wie nimmt sich da die Pandemie aus, das unendlich viele Leid? Vielleicht schauen wir uns dann da oben ein wenig hilflos um und dann sehen wir in das Gesicht Gottes. Wie schaut Gott auf die Pandemie? Sicher unendlich traurig, aber auch voller Liebe in dieser Traurigkeit. Und wo schaut Gott hin? Gott schaut zu den Menschen, die nicht mehr können, die voller Verzweiflung sind, voller Schmerzen, die doch nur noch schwach sind und zu schwach zum Klagen oder die doch nur noch nach Luft japsen. Zu denen schaut Gott. Und was entdeckt er da? Er entdeckt seinen Sohn. In jedem schmerzenverzogenen menschlichen Gesicht entdeckt Gott das Gesicht seines Sohns, das Gesicht Jesu, wie er am Kreuz litt. Corona-Zeit ist Leidenszeit. Passionszeit ist die Leidenszeit Jesu. Haben diese beiden Zeiten etwas gemein? Macht das Leiden einen Sinn? Gibt es sinnvolles Leiden? Bei Jesus schon. Und bei uns jetzt hier in Corona? Das mag ein Geheimnis Gottes sein, aber es ist gut aufgehoben bei Gott, und zwar im doppelten Sinn aufgehoben. Aufbewahrt, das Leid wird nicht vergessen. Aber auch aufgehoben und weggetan, dann von Ostern her und von dem neuen Leben, das kommt. Amen.